Folge 2 des Let's Plays bei Master of Orion mit den Meklar, mit diesen künstlichen Intelligenzien, mit diesen Maschinenwesen und mit mir, mit Writing Bull. Hallo und willkommen. In der ersten Folge hatten wir die Welt ein bisschen erkundet und auch ein Partie-Setting, das mir persönlich neu war hier in dieser Early Access-Version von Master of Orion. Wir hatten nicht mit dem Standard-Zufallskarten-Skript gespielt, wo die Sternensysteme kreisförmig, ziemlich wild durcheinander gewürfelt sich in der Galaxie befinden, sondern mit einem Spiral-Zufallskartenskript, was sich tatsächlich taktisch anscheinend ganz, ganz anders spielt. Sehr, sehr interessant. Man kommt mit weniger Scouts aus, muss sich bisweilen den Kampf, den Weg durchkämpfen. Warum und wieso? Die verschiedenen Sternensysteme, die sind ja immer durch Starlanes, durch Sternenbasen miteinander verbunden. Hier hatten wir gestartet in Meklon, waren erst dann Richtung Nordosten geflogen, hatten hier ein tolles Sternensystem entdeckt, 5 Planeten, von denen wir 4 im Prinzip besiedeln können. Und hier ging es nicht weiter. Diese roten Sternenbasen, die rot gestrichelten, die Sternenbahnen, die zeigten an, das ist entweder zu weit weg oder der Sprungpunkt ist nicht stabil. Auf jeden Fall geht das nicht. Da können wir nicht hinfliegen. Ich tippe drauf, zu weit weg. Und dann mussten wir schließlich, weil wir die entsprechende Technologie noch nicht erforscht haben, uns in die andere Richtung wenden. Und da kommen uns schon die Braten entgegen. Die scheinen hier einen Stützpunkt zu haben. Und vor allem die Klakonia, diese Insekten. Das heißt, wenn wir uns hier oben festgebissen haben und dann expandieren wollen, dann können wir uns eventuell diesen Planeten holen, obwohl er wirklich ganz, ganz furchtbar ist. Und dann müssen wir auch schon Ausschau halten, wie wir am besten die Klakonia klein kriegen, denn die werden hier irgendwo ihr Reich haben und ausdehnen können wir uns nur dann, wenn wir auf Krieg gehen, aber das mache ich ja bekanntlich sehr, sehr gerne. Zum Beispiel wollen wir jetzt gleich mal einen Kampf durchführen, ein taktisches Gefecht. Da sind doch glatt ein paar Piraten, die versuchen uns hier in Meklon anzugreifen auf unserem Heimatplaneten. Wir schicken unsere Fregatte rein, die wir Ende der letzten Folge schon abgegradet hatten, auf ein besseres Modell, klicken auf Angreifen. Und könnten wir jetzt auch auf Autokampf, auf automatisch machen, aber also einmal in einem Let's Play zu Beginn will ich auf jeden Fall euch auch einmal einen 3D-Kampf zeigen, auch wenn der wahrscheinlich mit einem Fingerschnipsen für uns da sein sollte. Die sehen aus wie fliegende LKWs, finde ich, oder wie vorsintflutliche, ich lasse es mal einfach hier laufen, wie vorsintflutliche Dampflokomotiven, die Piraten, wahrscheinlich Firefly-Modelle, wer weiß. Da fliegen wir mit unserer Fregatte den 3 winzig kleinen Piratenschiffchen entgegen. Schon setzt das Geballere ein. Wir unsere Laserkanonen, unsere Neutronenblaster, pardon, schießen auf den Gegner und zerfetzen ihn. Es kommt zu hübschen Explosionen, die uns ästhetisch eine Freude bereiten und den Gegnern ein bisschen Unbehagen, zumindest im Moment des Todes. Laserblitze glühen auf oder Neutronenblasterblitze, was auch immer, es blitzt. Strahlenwaffen zischen. Ein Sci-Fi-Spiel braucht auf jeden Fall Strahlenwaffen. Definitiv. Sieg. Sieg gehört uns, Piratenplünderer alle futsch. Und unsere Strahlengenauigkeit ist okay. Wir hatten ja mittlerweile auch einmal Atomraketen an Bord. Die haben wir auch abgeschossen, die haben auch ihr Ziel erreicht. Alles bestens. Und das ist ja diese Spezialfähigkeit der Meklare, die wir spielen, dass Schiffe auch dann, wenn sie beschädigt sind, Hauptsache sie wurden nicht zerstört, wenn sie nur beschädigt sind in einem Kampf, automatisch repariert sind. Kolonieschiff hier angekommen. 3. Planet. Sehr, sehr schön, so muss es sein. Gewaltig groß, ein bisschen trocken, ergiebige Mineralien, das ist echt gut. Normale Schwerkraft, viel Bevölkerung, die hier Platz findet. Klasse. Bis zu 15 Bevölkerungspunkte. Ein idyllisches Bild wieder. Hier landen wir und sind zufrieden. Es geht natürlich noch besser als ergiebig, aber das ist schon mal gut genug. Wollen erstmal auf Expansion gehen. Einen Bevölkerungspunkt dazu. Holen uns die automatisierte Fabrik. Holen uns danach ein Forschungslaboratorium. Ging auch umgekehrt, beides lässt sich begründen.
Und ihr seid vermutlich als Master of Orion Spieler, die ihr vielleicht auch seid, hier hin und her gerissen, was die klügere Wahl wäre. Beides lässt sich gut begründen. Das ließe sich auch begründen. Erstmal bauen, erstmal neue Bürger. Ich setze auf neuen Bürger. Das sind die anderen Planeten. Hier haben wir in 6 Runden ein Kolonieschiff. Und hier produzieren wir eine Sternenbasis. Forschungslaboratorium ist vermutlich wichtiger, indem es mittlerweile freigeschaltet ist. Wird jetzt so rum angebaut von dem Gebäude, das wir hier schon stehen haben, nämlich von der automatisierten Fabrik, und die Koloniebasis geben zusammen 3 Produktionspunkte. Alles klar. In 6 Runden den nächsten Bürger. In 4 Runden das Forschungslaboratorium. Gehen wir erstmal auf den nächsten Bürger. Roboternachrichten. Das ist eine Nachricht, die alle Leute interessieren wird in anderen Galaxien. Die Maschinenwesen der Meklar haben jetzt 3 Planeten. Und neben uns steht eine Flotte im Kolonieschiff. Können wir nicht angreifen, die können uns nicht angreifen. Das heißt, die werden sich das Sternsystem ja schon mal holen. Alles nicht so super dolle Planeten. Die haben ein bisschen Pech im Vergleich zu uns. Ja, ich bin gespannt, welches. Also ich würde das hier anfliegen, auch wenn das so klein ist. Allein schon wegen den Artefakten. Wir könnten hier reinfliegen. Einmal reinfliegen und einmal zurück. Ja klar, komm, wir machen das. Ich will wissen, was hier los ist. Ja, ist der Planet besiedelt? Schon wieder. You are tuned to GNN, the only network that tells you what you need to know. Galaxie. Anomalien in der Galaxie. Soll es geben, haben wir doch schon längst entdeckt. So, wir fliegen jetzt hier rein. Decken auf das Heimatsystem der Klakonia. Hier ist es. Und einen Gasplaneten. Und hier bauen sie schon einen militärischen Außenposten wahrscheinlich. Das heißt, hier kommen wir bald schon nicht mehr rein. Der ist erdeähnlich. Tolles Biom, wenig Mineralien, Gold. Merken wir uns. Fliegen wieder raus. Wie viele Planeten haben die? Die haben 3. Wir haben 3. Die haben 2. Bevölkerung gleich groß. Eine Runde weiter. Eine Fregatte, die will uns abschießen. Schnell weg. Fregatte und Speer. Hier rüber. Eine Runde weiter. Na, müssen wir echt aufpassen. Oh, Piratenflotte. Erstmal um den Speer hier kümmern. Da ist die Piratenflotte. Das System, von dem wir schon wussten, dass da eine Piratenbasis ist. Die belassen wir gerne dem Gegner. Fliegen wir hier hin. Decken hier auf. Die Planeten selbst decken wir noch nicht auf. Dafür müssten wir da einmal reinfliegen. Fliegen stattdessen hier hin. Und Forschung, Biologie, hydroponische Farmen und Biosphären. Ein Nahrungsgebäude und ein kombiniertes Nahrungs- und Forschungsgebäude stehen uns zur Verfügung. Ingenieurswesen, dadurch schalten wir Zerstörer frei. Fliegen noch mal weiter. Jetzt sollte auch der Kolonist uns in Kürze zur Verfügung stehen, das Kolonieschiff. Genau, in einer Runde. Noch
ein bisschen kleiner Forschungszwischensprint zwischendurch. Was wurde da geschossen? Wie, wo? Habe ich da nicht einen Knall gehört? So, ein neuer Bürger in Terrasat 1, das ist hier. Und einer hier in unserem Heimatplaneten selber. Kümmern wir uns erstmal um den hier. Dann ziehen wir den hier ab. Den können wir auch abziehen. Das geht deshalb, weil die nur, weil ein Nahrung, als wird automatisch durch das Standardgebäude hier, durch die Koloniebasis erzeugt. Das plus 1 Nahrung. Und die verbrauchen pro Bürger normalerweise, die Wesen hier bei Master of Orion, eine Nahrung, aber weil wir den entsprechenden Bonus haben, hier nur einen halben. Das heißt, 2 mal 0,5 gibt 1, deshalb sind wir bei der Nahrung bei plus minus 0. Können jetzt beide Bürger in die Forschung stecken und können hier immens schnell produzieren. Weil es hier sehr, sehr reiche Mineralienvorkommen gibt. Das heißt, wir können wirklich einen überragenden Planeten bauen für militärische Produktion beispielsweise. Forschungslaboratorium in 2 Runden fertig. Klasse. Dann haben wir hier das Klonieschiff. Toxisch ist nicht gut. Das können wir auf jeden Fall besiedeln. Den hier. Auch Mineralienvorkommen auch okay. Wenn wir in die Richtung fliegen würden. Hier könnten wir uns das System sichern, aber das ist auch schon alles als Zwischenstadium. Wir könnten natürlich reinfliegen hier in das Piratensystem und mal gucken, ob wir da nicht irgendwas besiedeln. Aber ich gehe mal erstmal hier auf Nummer sicher, mache erstmal die nächstgelegene Variante und fliege hier hin. Und hier erzeugen wir jetzt das Forschungslaboratorium. Und die Bürger auch entsprechend hier so platzieren, dass wir schnell vorankommen. Viele schöne Dinge, die wir jetzt bauen können. Bevor wir noch weiter expandieren, reicht mir das erstmal mit den 4 Planeten. Unbekannte Lebensform, ein Monster, das mitten im Raum lebt und sehr stark ist. Hier ist es ein Raumdrache, das heißt, diesen wahrscheinlich sehr schönen Planeten, den können wir in absehbarer Zeit nicht besiedeln können. Da brauchen wir lange, bis wir eine Flotte haben, die so stark ist, dass sie diese Weltraummonster-Kreatur besiedeln könnte. Jetzt fliegen wir mit beiden Schiffchen hierhin. Sind mitten im All, machen den Späher fertig im Autokampf der Klakonia. Das ist keine Kriegserklärung, das kann man machen. Fliegen jetzt mit den beiden Schiffchen den Piraten entgegen und decken zugleich auf, was es hier für Planeten sind. Forschungslaboratorium fertig. Als nächstes käme die Sternenbasis. Um mehr Kommandopunkte zu haben, brauchen wir im Augenblick noch nicht. Brauchen wir erstmal mehr Schiffchen. Dafür brauchen wir aber auch erstmal, brauche ich noch ein paar Basisgebäude. Das heißt die Biosphäre, die hydroponische Farm, danach die Biosphäre, um hier sehr, sehr schnell auch einen Nahrungsplus zu haben und noch weiter hier, ohne dass man die Bürger da abstellen müsste, noch weitere hier die Expansion vorantreiben zu können. Hier ein neuer Bürger entstanden. Selbes Prinzip. Wir können beide Bürger bei plus minus null Nahrung jetzt hier in die Produktion schicken. Haben jetzt zuerst eine automatisierte Fabrik, dann das Forschungslaboratorium, dann die hydroponische Farm und dann die Biosphäre.
Eine Runde weiter. Forschungslaboratorium fertiggestellt. Neun Produktionen, neun Forschungspunkte jetzt. Das ist unser Startplanet. Auch hier gehen wir jetzt erstmal auf automatisierte Fabrik. Hydroponische Farm, die ganzen Basisgebäude werden wir jetzt erstmal bauen. Das sollte jetzt schnell gehen. Wir haben hier auch bald Moral bei 100%. Bald neue Bürger. Er ist angekommen, entdeckt das Weltraummonster, einen Raumdrachen. Hier ist vermutlich auf Media 2. Haben die Piraten sich versteckt, denke ich mal. Hier können wir wieder nicht weiterfliegen. Zwei von diesen roten Bahnen sind hier. Das hier ist ein hübscher Planet, der da von einem Raumdrachen bewacht wird, aber viel zu klein. Aber unglaublich mineralienreich. Und wir fliegen mit den Speeren jetzt einmal hier hin, damit wir uns ganz sicher sind, dass da die Piraten sind. Und sie sind da nicht. Aha. So. Ach so, das Piratensystem ist ja hier. Ich habe die verwechselt. Entschuldigt bitte. Ingenieurswesen fertiggestellt. Zerstörer können wir jetzt bauen. Und Flugkörperabwehrraketen könnten wir bauen. Jetzt haben wir hier die alle fertig aus der ersten Spalte. Und können uns hübsche aus der zweiten Spalte suchen. Und wir könnten jetzt auf Fusion, dann können wir schneller da fliegen. Mache ich normalerweise, wenn man schneller durch die Karte kommt. Aber bei diesem Zufallskartentyp ist das, finde ich, nicht unbedingt notwendig. Was ich reizvoller fände, wären bessere Raketen zum Beispiel. Oder hier ein Gebäude, um Umweltverschmutzung zu senken. Klonzentrum, damit wir schneller wachsen. Wäre natürlich noch cooler. Wir haben ja schon vier Planeten. Schilde zur Verteidigung. Ja, ich gehe mal auf die Biotechnologie, um das Klonzentrum überall errichten zu können. Das scheint mir schon mal ganz klug zu sein. Weiterfliegen. Was mich sehr interessiert, ist ein Blick in die Statistik, ob sich langsam bemerkbar macht. Wie schnell wir expandieren vor den Klankoniern, und die sind sehr expansionsfreudig und auf einer Höhe, was die Bevölkerung betrifft. Klonierschiff ist hier angekommen. Planet besiedeln. Eisekalt. Eisekalt hier. Tundra-Planet. Ich bekomme richtig eine Gänsehaut. Selbes Prinzip wie immer. Erstmal einen zweiten Bürger erzeugen. Reihenfolge ist egal, hydroponische Farm. Oder das Produktionsgebäude, das ist Schnuppe. Danach das Forschungslaboratorium. Danach die Biosphäre. Dauert diesmal 10 Runden. Ist halt so. Moral nur bei 70%. Da können wir schon uns schon mal dran setzen, dass wir danach eine Regierungsunterstützungsbehörde bauen müssen, um die Moral zu erhöhen. Die haben jetzt alles ganz gut abgedeckt. Wie gesagt, das ist mir toxisch. Das macht im Augenblick noch keinen Sinn. Solange wir noch keine Bevölkerungspunkte hin und her schicken können. Was Sinn machen würde, wäre hier einen militärischen Außenposten zu bauen. Dafür müssen wir das entsprechende Schiff konstruieren.
Können uns auch vortasten und das System schon mal besetzen. Und es dann hier vorarbeiten. Aber ich erst mal gucken, was uns hier erwartet. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Auf Haselnuss. Aha. Da ist schon ein Scout der Klakonia. Piratenflotte. Da ist der Piratenstandort. Wir haben hier ein Forschungslaboratorium fertiggestellt. Nee, jetzt kommt ein Forschungslaboratorium. Hier eine automatisierte Fabrik fertiggestellt. Nochmal eine Runde weiter. Piratenbasis. Hier versteckt sich der Abschaum der Galaxie und sie greifen jede Flotte gnadenlos an. Die beste Lösung wäre, sie komplett auszulöschen, sagt unser mechanischer Berater. Wofür wir Bomben bräuchten. Wie sind die anderen Planeten? Der hier klein und toxisch. Der hier. Oh, der ist schon mal ganz gut. Mitteltundra angiebig und eine Ressource. Und das hier? Sehr reiches Mineralienvorkommen. Sehr unfruchtbar, aber den könnte man von benachbarten Planeten besiedeln. Und das Sternsystem hier ist noch unbesiedelt insgesamt. Das lockt mich echt. Dahin? Warum nicht? Da bauen wir noch einen Kolonisten. Auf Meklon 1. Aber holla. Und so, in der Reihenfolge wahrscheinlich. Zuerst kommt die hydroponische Farm, bringt mehr Nahrung. Und da wartet, wie gesagt, die Piratenflotte auf uns. Und die Piratenbasis. Die Frage ist nur, wer ist gefährlicher? Die Piraten oder die Klakonia? Eigentlich die Klakonia. Und wenn wir dir und das darum, um die müssen wir uns auch bald kümmern. Wir müssen bald anfangen, eine Angriffsflotte aufzubauen gegen die Klakonia und auch Truppentransporter zu erforschen, freizuschalten, um dann unsere Soldaten auf solche Truppentransporter zu setzen und die dann den Klakoniern rüberzuschicken auf ihre Planeten.